Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Last Oasis und willkommen, ja, bei unserem, neuen Server nicht, aber bei einer neuen Map. Wir haben die Map jetzt doch nochmal zwangsweise gewechselt. Ja gut, was heißt zwangsweise? Hätten wir jetzt nicht machen müssen, es wäre jetzt kein Zwang gewesen, aber es ist halt einfach besser, weil ihr seht es jetzt hier, wir haben jetzt hier eine neue Hardmap, das ist immer noch die Sleeping Giants, das ist jetzt aber eben halt die Map, wo auch die großen Walker-Straßen drin sind, dass man sich mit den großen Walkern auch halbwegs auf dieser Map bewegen kann und nicht nur außen oder dass man hier durch 100.000 Bäume durch muss. Und ja, erstmal das ist dabei und hier sind auch die großen Bäume mit den Kaktusfrüchten, die sind auch mit dabei. Die haben bei der Map, die wir am Anfang hatten, bei der Sleeping Giants 1, sind die nicht mit dabei gewesen. Das heißt, da musste man die entweder aus den Rupu-Dörfern musste man sich die Kaktusfrüchte holen, die waren in den Tonkrügen drin. Oder ja, man musste eben halt wechseln auf eine Medium-Map, musste sich die dann da eben halt besorgen. Und das ist natürlich auch, es ist aufwendig, klar, es geht, aber es ist einfach aufwendig und es bringt einfach nicht viel, es ist... was einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt, gerade auch gerade wegen dem Tutorial. Da ist es ja nun mal so, da muss es ja gemacht werden. Und oh, hier ist aber heute, ich glaube, ich muss mal kurz noch ein paar Fragmente mitnehmen. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Weg gewesen. Ich hatte mir Stammesbutter besorgt und noch ein paar Fragmente so. Das ist schön. Die kann ich übrigens nur empfehlen. Es dauert zwar ein bisschen, aber man kriegt da irgendwie 10 oder 12 Fässer raus. Ist echt Wahnsinn. Im Stampfer hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Oh, 10 Stück, das ist gut. Ein extrem guter Brennstoff. Brennt extrem lange. Brennt sogar länger als der normale Flüssigbrennstoff, den du leeren musst. Brennt sogar länger im Hochofen. Kann ich euch nachher zeigen. Gut, Wasser haben wir auch wieder. Das passt. Oh, es gibt gerade eine Eclipse, sehe ich. Huch. Ich glaube, dann machen wir das einmal nochmal schnell. Kann ich mal bitte eben eine Sicht auf die... Kinder, das ist jetzt aber schon wieder ganz doof hier. Ach nein, ey. Ja, das kannst du schon wieder vergessen. Ach, es könnte manchmal so einfach sein. So. Bevor es jetzt hier aber gleich ganz duster wird, schnappen wir uns das nochmal eben kurz. Meine ersten Fragmente habe ich nämlich schon zu Tablets zusammengesetzt. Habe dann dafür Lehm und den Hochofen gelernt, damit ich mir eigentlich Keramik machen kann und meine Erdbagger aufsetzen konnte. Danke, das kannst du jetzt auch noch machen, danke. So, ja, das hat jetzt gesessen, ich weiß, aber ist jetzt egal. So, wo ist mein Turbo? Da ist mein Turbo. Und da ist meine Einstiegshilfe. Und da ist... So. Jetzt haben wir natürlich hier gerade doch ein Problem, weil ich sehe nichts. Was nicht so gut ist. Okay. Ich kann es jetzt gerade nicht genau sagen, ob es jetzt gerade meine, weil ich weiß, ich habe auf jeden Fall ein Feuer an, weil ich gerade, ne, so viel nicht, das kann er nicht schleppen. So, das reicht erstmal. Doch, das ist meine. Da ist die Windmühle und da sind auch die, gut, das ist das Maisfeld, gut, das ist meine Hütte, das ist gut. So. Ah, sehr gut. So, Tür zu. Haben wir noch ein bisschen... Ich muss ja noch irgendwo... ein bisschen Holz haben, dass ich mal eben kurz ein Feuer anmachen kann. Gut, das kann ich natürlich erst machen, wenn ich... So, warten wir mal eben. Ja, machen wir mal eben die da rein. Die packen wir mal da rein. Die packen wir gleich nach oben. Hier müssten normalerweise auch schon welche drin sein. Das ist gut. So,
die packen wir mal damit dazu. Die brauchen wir normalerweise gar nicht, aber ist jetzt auch egal. So, da haben wir schon mal wieder Baumwolle, die brauchen wir auch. Und jetzt brauche ich aber kurz einmal hier ein bisschen Holz, damit ich hier auch noch das Lagerfeuer anmachen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre normalerweise für dieses Spiel nicht verkehrt. Klar, es ist nicht viel Nacht. Brauchen wir nicht drüber zu reden, diese Eclipse, die sind nur ein paar Minuten. Aber es wäre für diese Zeit eigentlich nicht verkehrt, wenn man da so Standfackeln oder sowas wie bei Ark eben halt war, die man eben halt in die Erde stellen kann oder eben halt an eine Wand montieren kann, dass man in seinem in seinen Gebäuden doch schon eben halt dass man da trotzdem eben halt Licht hat. Ich mach das jetzt einfach mal ein bisschen hoch hier. So, jetzt komm, mach da einfach mal. Keine Ahnung, wie viele da jetzt rauskommen. Passt aber auf jeden Fall. Ich bin nämlich gestern mit dem Turbogun unterwegs gewesen und hab mir Kanonenputzer besorgt. Da sind noch ein paar drin. Das ging mal richtig gut. Ah, ich sehe gerade schon, es wird gerade schon wieder richtig hell. Es wird schon wieder hell. So, da haben wir doch schon mal wieder die ersten Fragmente. Das sind meine ersten Splitter, die natürlich übrig blieben. Ist klar, das bleibt nicht aus. Da sind auch noch welche. Da ist auch noch Pflanzenfaser, meine ich damit. So. Nee, das nicht. So, genau. Ich habe jetzt gelernt. Nach Knochenleim, Knochenleim bestimmt nicht. Ich habe jetzt gestern gelernt, für eine Tafel Lehm und für drei Tafeln den Schmelzofen. Ich würde natürlich gerne diesen Schmelzofen haben, weil da seht das gerade, der kann Glas herstellen. Ganz einfach nur mit Sand, hast du also gewonnen, weil du brauchst Glas. Glas brauchst du nämlich in dem Moment, wo du deine ersten Fragmente umwandelst in Tablets, dann kriegt man nämlich diese Scherben. Und diese Scherben, ja, die liegen dann eben halt da. Und wenn du die dann hast, musst du nämlich das hier lernen, Fragment. Das kostet dich 50 Fragmente, um das zu lernen. Und dann ist es nämlich so, dass du mit den zerschmetterten Fragmenten, mit diesen Glas und eben halt mit diesen Splittern, die du hast, mit Glas zusammen diese Fragmente wieder zusammensetzen kannst. Dann hast du wieder normale Fragmente. Da kriegst du, glaube ich, aus 100 Scherben, glaube ich, ein Fragment wieder raus. Oder aus einer Scherbe. Nee, Moment. Ich glaube, eine Scherbe, ein Fragment, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Genau. Ein zerschmettertes Fragment und einmal Glas kriegst du ein Fragment dann wieder raus. Das heißt also, dann habe ich jetzt hier oben in der Kiste 100 Fragmente, 16, also 116 Fragmente, nur dafür brauche ich dir eben halt dann auch 116 Glas. Glas kann man jetzt zwar finden oder vielleicht auch mal am Handelsposten kaufen, nur ist natürlich besser, wenn du den Hochofen hast und kannst das ganz einfach craften, dann bist du fertig mit der Sache. Deswegen, aber wie gesagt, das kostet leider 25 Tablets. Und das, was auch viele nicht wissen, wo ihr auch vorsichtig sein müsst, das ist auch so eine Sache. Es gibt, wenn ihr diese Tablets herstellt, gibt es einmal, da gibt es, ich glaube, irgendwie drei verschiedene. Ich glaube, einmal Sonne, Himmel und Schlange, glaube ich. Das sind dann, glaube ich, diese, das sind die drei Arten. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie das sind, ist aber auch egal. Es gibt auf jeden Fall drei verschiedene. Und jetzt ist nämlich die Sache, ihr seht das ja, hier hat man jetzt zum Beispiel, das kostet euch drei Stück. Es müssen aber immer drei dieselben sein. Wenn ihr jetzt ein Himmelsfragment und zwei Schlange habt, da ist ja so eine Schlange drauf, dann könnt ihr dieses lange Segelblatt nicht lernen. Ihr braucht entweder dreimal Himmel oder dreimal Schlange. Unterschiedlich geht das nicht. Das ist dann natürlich... Hierbei geht das noch. Da wird es dann bei 7 wird es dann langsam hackelig. 100.
Seht ihr dann? Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja? Das ist dann natürlich eine Sache, da wird es dann echt ein bisschen hackelig, wenn man 100 Mal dasselbe braucht und du kannst das nicht kontrollieren. Du schmeißt 400 Fragmente in den Fabricator rein und was dann da rauskommt, das kann dir keiner sagen. Das ist random, das ist zufällig. Wenn du das dann also wirklich alles alleine machst, kann das eine ganz schön lange Zeit dauern. Das ist halt eben so. So, aber jetzt werde ich erstmal gucken. Ich hatte gestern Abend noch ein bisschen was aufgesetzt hier. Ist natürlich schön, dass ich jetzt hier die den ganzen Mais dabei habe, aber ich hoffe mal, dass das trotzdem klappt, weil ich wollte jetzt anfangen, wieder ein bisschen Lehm herzustellen, weil ich brauche mehr Keramikscherben, weil ich will die gepanzerten Turbobeine. Dafür brauche ich aber Keramik und Keramik macht man aus Lehm und Lehm muss man natürlich erstmal haben. Den muss ich mir aus der Erde ziehen und dafür habe ich meine Erdbagger. Da vorne stehen sie nämlich. Mit Tork habe ich sie heute Morgen schon aufgefüllt. Die haben 1000 Tork drin. Das sollte normalerweise erstmal reichen. Die sind Level 17, die Erdbagger. Also kriege ich da maximal, ich glaube, wenn ich da was reinpacke, Level 5 Lehm jetzt raus. Wenn ich jetzt natürlich noch 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Also tun wir da mal 400 rein. Ach ne, komm, wir können da eigentlich auch alles reinklatschen. Das ist jetzt auch Wumpe. Dann nehmen wir die andere gleich für was anderes. Und da knallen da auch nochmal was rein. Dann, ja, machen wir jetzt einfach mal scheißegal wie viel. Keine Ahnung. Einfach mal 300. So viel wird es, glaube ich, nicht sein. Aber und zack. So. Der holt uns jetzt Lehm daraus. Der benutzt jetzt die Asche und bohrt halt eben nach der Erde und holt die raus und vermischt die diese feuchte Erde jetzt mit der Asche und daraus macht er dann eben halt Lehm. Da seht ihr, einmal Lehm. Level 5 ist natürlich, ist jetzt dadurch gegeben, dass dieser Erdbagger Level 17 ist. Ob man das jetzt bei Lehm unbedingt braucht, kann ich sagen, ja, je höher, desto besser, weil ich kann euch das zeigen. Ich habe hier Lehm Level 5 und aus Lehm Level 5 habe ich herausgekriegt, ihr seht es ja hier, Lehm Level 5, 68 habe ich noch. Die ersten 100 hatte ich schon in der Dings drin. Und aus Lehm Level 5 habe ich Keramikscherben Level 10 gekriegt. Und wenn ich jetzt eine Keramikscherbe Level 10, wenn ich da eine Waffe mit herstelle, ist die höherwertiger, als wenn ich eine normale Keramikscherbe ohne Level nehme. Deswegen, da müsst ihr auch wirklich drauf achten. Ich habe jetzt auch schon angefangen, meine ersten Werkbänke wirklich, wenn ich höhere Materialien hatte, abzubauen und neu zu bauen, weil ich habe jetzt hier eine hochentwickelte Pflanzenfaserbank Level 36. Das heißt, ich kann jetzt schon, ihr seht ja, Level 18 Seile, Level 12 Nomad-Tücher, Level 18 Pflanzenfaser ist jetzt gerade nicht so wichtig, aber ich habe so viele Kanonenputzer, dass ich es jetzt einfach mal mache, ist mir jetzt egal. Und ich habe hier zum Beispiel eine Level 40 Holzwerkbank, das heißt, ich kann hier schon, ich glaube, standardmäßig kann ich hier glaube ich schon Level 13 Holzschäfte machen und eben halt je höher die Materialien sind, die ich reinpacke, geht es wirklich schon extrem weit nach oben. Das heißt, man kann wirklich schon, man kann gut damit arbeiten. Deswegen, da muss ich jetzt mal gucken, 68, die kann ich eigentlich auch schon mal wieder da reinpacken in den Hochofen, dann kann ich euch das auch mal zeigen. Er wubbelt hier feuchtfröhlich vor sich hin. Packen wir die hier schon mal rein. Wenn ich hier wieder 100 habe, knall ich den auch wieder da rein. Kann man mit Holzkohle machen, funktioniert. Man kann es aber auch mit Stammesbutter machen. Nur das ist natürlich, da ist es die Sache, die findet man natürlich jetzt nicht mal ebenso. Ich habe jetzt hier 16 Stück. Da kann man schon viel mit anfangen, weil wir können ja mal gucken. Wir nehmen das mal eben raus. So, Holz brennt 2 Sekunden. Also ein Stück Holz brennt 2 Sekunden. Dann haben wir Holzkohle, da brennt ein Stück Holzkohle 20 Sekunden. Der Flüssigbrennstoff, den man lernen muss, der glaube ich auch ein ganzes Tablet kostet, den kann man dann, ich glaube, mit Schwefel und mit diesem komischen Tierfett, was man manchmal kriegt, kann man den herstellen. Brennt 1 Minute und Rupu Stammesbrutter brennt am längsten, die brennt 1 Minute 40. Das heißt, diese Stammesbutter, die wird ja auch dazu hergestellt, um diese komischen Brand,
diese komischen Branddinger für die Balliste zu machen, diese großen Brandpfeile, damit du die großen Kisten aufkriegst, diese aus Starkholz, dass die abfackeln. Kriegt ihr ja in diesen komischen braunen Säulen, in diesen Rupu-Dörfern, die da stehen, diese runden Säulen, die da so hoch stehen, da kriegt ihr das raus, meistens mit noch ein, zwei Fragmenten mit dabei. Brennt 1 Minute 40, also länger als alles andere, was ihr so kriegt. Nur spart man sich da natürlich jetzt erstmal auf, deswegen, und da wir sowieso gerade hier so ein bisschen rauskriegen, ist mir das dann auch egal. So, das habt ihr hier 64 Mal, das passt schon. Ich glaube, ich hatte gestern 100 reingepackt. Und es funktionierte auch prima. Deswegen, so, packen wir da schon mal rein. Anmachen tun wir es natürlich noch nicht. So, dann gucken wir mal, wie es jetzt gerade aussieht. Was macht der Junge? Ach, guck mal, der Junge ist fleißig. Der Junge ist fleißig. So, packen wir die auch schon mal wieder da rein. Ich bin ja einer, der nie abwarten kann, auch wenn ich 5, 6 Mal hin und her laufe, was eigentlich vollkommen sinnfrei ist. Ich tue es trotzdem. Einfach nur, damit ich was zu tun habe. 85, 15 Stück noch, dann können wir das Ganze nämlich anlaufen lassen. Und ich muss auch wirklich sagen, die Animation hat die Donkey Crew wirklich richtig gut hingekriegt. Es sieht echt toll aus. Du siehst richtig, wie es innen drin am Lodern ist, wie es am Brennen ist. Finde ich richtig klasse. So, und ich glaube, Erdwachs müssen wir uns auch endlich mal holen. Nur da brauchen wir natürlich auch jede Menge gereinigtes Wasser für. Was natürlich kein Thema ist, man kann es dann schleppen, aber das ist natürlich, Erdwachs ist so eine, was ist immer so eine Sache. Erdwachs bekommt man, in der Map Mitte an den Vulkanen, da sind ja so ganz dunkle Erdstücke, da kann man den dann draufsetzen. Nur da ist natürlich die Sache, da ist die große Krabbe. Oder die großen Krabben, kann man ja sagen, es sind zwei. Das ist natürlich dann immer so eine Sache. Da hat man immer so ein bisschen immer so ein bisschen, ja, so die Angst im Nacken, jetzt drehe ich mich gleich rum, dann steht sie da und dann ist dann Feierabend. Deswegen. Das ist natürlich dann so die Sache. Aber ich wollte jetzt auch mal gucken, was ich jetzt wirklich als nächstes lerne, weil ich wollte jetzt morgen oder übermorgen auf jeden Fall mal wieder auf Farmtour gehen und wollte mir dann die nächsten Fragmente zusammenfarmen, um Tablets zu machen. Da muss ich dann aber gucken. Die gepanzerten Beine für den Turbogun muss ich Gott sei Dank nicht lernen. Die kriege ich von Ilan, von Stefan. Der hatte mich gestern schon gefragt, ob ich die haben wollte. Deswegen sammle ich auch schon. Da brauche ich 2x 840 Holz, 2x 104 Holzschaft, 2x 52 Keramikscherben und 2x 16 Knochenleim. Ich müsste das ja immer doppelt rechnen, weil es sind ja zwei Beine. Da müsst ihr aufpassen. Also haltet euch bei den Beinen und sowas und an den Flügeln nie nur daran. Ihr müsst das immer doppelt nehmen. Weil es sind ja nun mal zwei Paare, es sind immer zwei Sachen, deswegen. Und ja, da müssen wir dann auch mal gucken. Das ist dann aber kein Ding, die kleinen Flügel habe ich schon. Und dann wollte ich aber, glaube ich, mal gucken, wenn ich jetzt die nächsten Tablets habe, dass ich dann hier erstmal weitermache. Dass ich mir für ein Tablet die hochentwickelte Axt herstelle und die hochentwickelte Spitzhacke. Da seht ihr das gerade schon. Der nächste Sprung ist dann wirklich heftig. Da sind es dann schon 8. Da muss man dann gucken. Und da ich ja 4 Tablets auf jeden Fall rauskriegen werde, muss ich dann mal gucken. 30. Mal sehen, vielleicht eine neue Waffe. Die kurze Crockett-Klinge ist natürlich nicht schlecht. Habe ich schon mitgekämpft, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Der Windensäbel, das sieht auch. Das sind natürlich alles richtig krasse Waffen. Da muss man dann. Nigerianischer Enthaupter. Das ist bestimmt voll das brachiale Viech, ey. Das ist Heidewitzka. Ja, da müssen wir dann eben halt mal gucken. Und wir müssen natürlich auch mal sehen, dass wir hier mal weitermachen. Nur da braucht man dann natürlich auch erstmal die Tablets für. Jetzt wird es langsam alles ein bisschen teurer. Was ich natürlich immer noch haben möchte, klar, auf jeden Fall auch eine neue Rüstung. Die Rüstungen, die muss ich mal noch weitermachen, soweit, bis ich wirklich auf Tablets komme. Da kann ich noch ein bisschen. Den Mantel würde ich auch gerne haben. Der schützt, glaube ich, auch ein bisschen. Und was ich natürlich unbedingt haben möchte, was glaube ich, ja, den schweren Rucksack auf jeden Fall auch. Aber der kostet 10 Tablets. Da müssen wir da mal gucken. Das, was ich unbedingt haben will, das ist, ich weiß gerade gar nicht, wo er ist. Ist der hier oben?
Das ist der Kran, der Netzwerfer. Den Winddrachen hatte ich schon, den kann man gerade irgendwie so ein bisschen vergessen. Das ist der Wingsuit, der kostet aber 50 Tablets, was dann auch wieder so eine Sache ist, weil man braucht dann also 50 Mal dasselbe Tablet. Das muss man dann erstmal hinkriegen. So, er brennt sich hier auf jeden Fall schon mal den Wolf. Das ist auch gut hier. Die kann ich mir rausnehmen, das ist egal. Die Asche wollte ich für den Dings benutzen. Das passt jetzt erstmal. Brennt dann, glaube ich, auch ein bisschen länger. Das ist mir dabei jetzt aber erstmal egal, weil es reicht für das, was ich jetzt gerade machen möchte. Hier brauche ich noch, damit ich mir die nächste Sense machen kann, die ein bisschen länger hält, brauche ich jetzt noch ein paar Knochensplitter. Die muss ich mir gleich mal neu besorgen. Dafür muss man dann aber auch eben halt in die Map-Mitte, wo Mr. Krabs rumläuft. Und Mr. Krabs ist immer so ein bisschen aggro. Der mag das nicht, wenn man bei ihm im Garten rumrennt. Deswegen ist das immer gut, dass der wirklich so ein großes Areal hat und da rumspringt wie so ein Blöden. So, jetzt haben wir erstmal ein Froschemals natürlich und 100. So, 76 mal Level 4 sollte normalerweise ausreichen. Dann schmeißen wir den guten mal an. Jetzt seht ihr das, normalerweise wird das jetzt hier so gemacht, man tritt halt eben. Dadurch wird dann halt eben dieses Rad angetrieben, dieses Luftrad und die pumpt da eben halt Luft rein, hat man nicht gesehen. Oder das, oder dieses Flügelrad macht das jetzt normalerweise eben halt, dass das auch angetrieben wird, dass da eben halt Luft reingepumpt wird durch die Pumpe. Und da seht ihr das, ich finde das, ich gehe mal eben kurz in die Ego-Perspektive. Ich finde, das haben sie unglaublich gut gemacht. Dass man da wirklich richtig so, man kann da drin eben halt auch richtig was sehen. Man sieht die Flammen. Haben sie wirklich gut gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Animation. Kann man wirklich nicht meppern. Ey, ich habe heute ein Wortwichs wieder. Das ist ja... Ah, ich sollte nicht so früh nach dem Aufstehen sofort anfangen aufzunehmen. Geht immer nach hinten los. Aber ich habe gerade eben mal so eine Lust da drauf. So, ich muss mir auf jeden Fall nochmal eine kleine Kiste hinstellen. Können wir jetzt nicht die hier wieder nehmen, weil die hatte ich gestern eigentlich nur zwecksentfremdet, weil ich so viele Kanonenputzer hatte und ich nicht mehr wusste, wo ich sie hinpacken sollte, weil ich natürlich nicht vorher in weiser Voraussicht, dass das passieren würde, ein paar Kisten gemacht habe. Nein, das könnte ja jeder. So, da muss ich das mal eben machen. Diesen Stützpunkt verladen, diese Option könnte man auch auf eine Taste setzen, aber ich glaube, sie wollen auch, dass du dann eben mal zu deinen Walkern rennst. Sonst wäre es wieder zu einfach. So. Ach, jetzt bin ich zu weit. Ja, da mache ich später. Dann mache ich es halt später. Ist es halt so. Dann packe ich das halt später da rein. Oder knatschen wir die jetzt mal eben da rein, dann kann er noch ein bisschen Pflanzenfaser machen. Die Pflanzenfaser bastle ich mir jetzt einfach, wenn ich halt eben jetzt noch höherwertige Waffen bauen will, die jetzt halt eben noch, oder höherwertige Sachen bauen will, die eben halt noch ein bisschen länger halten sollen. Dann baue ich die da mit. Und ich muss mir echt mal wieder ein paar Routen aussuchen, wo dann eben halt, Holz und alles ist, damit ich mal wieder ein bisschen was zusammenkriege. Weil es geht doch langsam zur Neige. Das höherwertige Holz, das 60er, was ich hatte, das war das höchste. Das ist jetzt aufgebraucht. Jetzt habe ich noch 41er. Gut, da kann man auch noch was mitmachen. Aber ich will natürlich auch irgendwann mal einen neuen Walker bauen. Natürlich jetzt in weiser Voraussicht, dass vielleicht jetzt in den nächsten 2 Wochen der neue Content-Patch kommt. Weil dann soll ja auch ein neuer Walker mit reingepatcht werden. Deswegen warte ich gerade noch und baue keinen neuen Walker. Den nächsten, den ich aber auf jeden Fall bauen werde, ist, den ich auf jeden Fall haben möchte, das ist der Buffalo. Das ist der, den ihr hier vorne seht, das ist der von Stefan. Guckt euch mal an, wie nice der aussieht. Echt ein geiles Teil. 4 Sägen dran. 2 vorne, 2 hinten. Die sind dann, damit wir Mr. Krabs so ein bisschen auf Abstand halten können. Das werdet ihr dann jetzt auch in nächster Zeit sehen, dieses heroische Angriffsziel haben wir uns jetzt nämlich jetzt vorgenommen.
dass wir die große Krabbe platt machen, weil da kriegt man extrem viele Chitin raus. Oder Chitin Platten oder Panzer. Ich glaube, das letzte Mal, als sie die gelegt haben, das war, glaube ich, Roger und Stefan hatten das zusammen gemacht, hatten sie, glaube ich, über 1200 rausgekriegt. Deswegen kann man gut gebrauchen. Das werden wir dann auf jeden Fall tun. Und wir gucken mal. Die Sache ist immer, das dauert. Ihr seht das ja, das dauert. Und ihr habt ja hier diesen Strich, da steht das schon. Produktionsausgabe an diesem Punkt. Das heißt, wenn diese Linie hier diesen Punkt überschritten hat, geht diese gelbe Linie weg und ab da wird angefangen zu produzieren. So ist das auch bei den Tablets in dem Fabricator. Da habt ihr auch irgendwo diesen grünen Stich, der ist, glaube ich, irgendwo hier. Und wenn ihr hier angekommen seid und dieser gelbe Strich geht weg, ab da werden dann die Tablets produziert. Das ist wirklich so erst in diesem letzten Stück. Ihr braucht euch auch keine Sorgen zu machen. Ihr braucht bei den großen Fabricatoren braucht ihr 400 Fragmente und 1000 Torque. Das sieht bis zum Ende wirklich fast so aus, als ob diese 1000 Torque nicht reichen würden. Die reichen. Es sind genau 1000 Torque. 1000 Torque funktionieren, um wirklich diese 400 Fragmente in Tablets umzuwandeln. Auch wenn das nicht so aussieht. Und bei den kleinen Fabricatoren ist es, da sind es 100 Fragmente und 400 Torque. Da sieht es auch so aus, als ob das nie und nimmer reichen würde. Es reicht aber. Da braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen. Ich habe da nämlich am Anfang auch gedacht, ey, jetzt habe ich nicht genug Torque dabei. Das reicht doch niemals. Jetzt bricht ja die ganze Kacke gleich ab. Jetzt habe ich das umsonst gemacht. Nein, es reicht. Es reicht wirklich. Ich habe beim ersten Mal sogar zu viel Torque dann reingepackt, weil ich das nachgepackt habe. Nur die Sache ist, ich habe die bei dem kleinen Fabricator noch nicht mal mehr rausgekriegt, weil die despawnen danach. Deswegen war das dann natürlich, Arschkarte, könnte man da so sagen. So, da haben wir schon mal Wässerchen, das ist sehr gut. Da muss ich nämlich auch mal wieder gucken, weil ich in letzter Zeit Wasser vergessen habe. Ich habe Wasser so ein bisschen vernachlässigt. Deswegen müssen wir da mal wieder gucken. Ich kann auch mal hier noch was reinpacken, dann geht das ein bisschen schneller. Die benutze ich jetzt normalerweise nur noch, um andere Sachen hier mal zu stampfen. Aber da jetzt gerade eh nichts los ist, kann ich die auch mal eben da reinknallen. Das passt sogar. Oh mein Gott. Ja, schon wieder. Ah, 8 waren davon drin. Haben wir jetzt also auch spitz gekriegt. Das wusste ich jetzt auch noch nicht genau. Bienenwachs, wenn ihr davon reichlich habt, kann ja sein oder ihr braucht es nicht. Ich hatte 8 Stück. 5-mal Bienenwachs macht 1-mal Erdwachs. Klar, ist jetzt nicht so die, ne? Ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das ist jetzt aber kostengünstig, das mache ich. Aber Bienenwachs ist ja nun mal halt auch was man einfach mal so abfarmen kann. Wenn man die Bienennester eben halt an den Bäumen findet. Genau wie Wurmseide. Das hängt ja einfach nur so da dran. Deswegen. So, aber ich denke mal, das wird es jetzt gleich hier auch für den Erdbagger gewesen sein. 141 hat er noch. Und 10 mal Torque. Na gut, lassen wir es mal auslaufen. Lassen wir das mal auslaufen. Packen wir das schon mal wieder hier so lange in die Kiste. Haben wir fürs nächste Mal schon fast wieder was. Und ich könnte dann normalerweise auch mal jetzt gleich mal wieder die Feuer auf... auffüllen oben, damit ich wieder neue Asche kriege. Das ist nämlich das Gute bei dem Turbogan, wenn der wirklich eben halt ausgebaut ist mit Erntemodul und mit Holzfäller-Modulen. Dann ist das nämlich... Oh, ich habe schon gar nicht mehr so viel Holz. Okay, das wusste ich gar nicht. Na komm, dann kann ich das auch noch einpacken. Das können wir dann auch noch mitnehmen. Dann muss ich mal wieder losstratzen und muss mir mal wieder ein bisschen was besorgen. Oh, jetzt hätte ich aber eigentlich auch von oben springen können. Weil ich brauche ja wieder Asche für meine Erdbagger. So, packen wir nämlich dann einfach das Holz rein, weil Holz geht, da ruppel ich über ein paar Beine drüber, über ein paar Bäume drüber und dann habe ich das Holz wieder. Deswegen muss ich auch mal gucken, ob ich noch ein bisschen was hier unten irgendwo in der Hütte habe. Und packe ich mal die Axt weg. Yeah, ist immer aggro, der Kerl, ey. So, ne, da ist nur noch höherwertiges Holz. Habe ich hier noch was drin?
Nein, da nicht mehr. Da auch nicht mehr. Gut, dann muss ich, ja, dann ist es halt so. Dann muss ich ein neues Holz besorgen. Dann ist das so. Kann man nichts dran machen. Dann soll das eben halt so sein. Ja, da passt jetzt auf jeden Fall nichts mehr rein. Hier kann ich jetzt nochmal wieder was draufpacken. Den Rest packe ich jetzt einfach hier in die Kiste rein. Dann passt das. So. Zack, 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 zack. Weg damit. Butze ist zu. Geben wir jetzt gleich mal noch ein bisschen Holzfarben. So, Feuer brennen. Ach, genau. Wie sieht's denn jetzt hier mit unseren... Hatte ich jetzt schon fast vergessen. Wie sieht's denn hier aus? Ah, der Punkt ist fast erreicht. Der Punkt ist fast erreicht. Das würde ich euch gerne noch zeigen, damit ihr dann eben halt auch seht, wie das funktioniert. Ihr seht das jetzt auch gerade. Ich meine, das ist wirklich so. Es brennt einfach länger. Ich glaube nicht, dass ich mich da täusche. Dass das Gefühl da so täuscht. Wenn das jetzt normale Holzkohle gewesen wäre, wäre schon mehr weg. Aber ich habe so das Gefühl, je höher das Level ist, auch von der Holzkohle, umso länger brennt die auch. Deswegen ist das nicht verkehrt, wenn man dann... Ich habe hier halt dieses Feuer, das hat Level 45. Da kriege ich dann halt eben dieses diese höherwertige Holzkohle, Holzkopf, glaube ich, Holzkohle raus. Da ist das dann natürlich nicht verkehrt. So, 285 Level 18. Das sieht doch mal nicht schlecht aus. Jetzt können wir mal noch gucken. Ah, Zement mal. Ah, das ist zu teuer, oder? Weiß ich nicht. Was kostet mich die Fluppe jetzt hier wieder? Was kostet mich die Nomad-Tücher? 50 Kanonenputzer, ein Knochenleim, 12 Erdwachs. Nee. Ja, das ist ja... Dann nehme ich aber lieber... Nee, dann nehme ich Kanonenputzer und Knochenleim. Dann nehme ich Kanonenputzer und Knochenleim. Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist doch viel zu teuer. So, aber hatte ich nicht noch... Hatte ich nicht noch höherwertigen Knochenleim? Komm, wir können es ja mal versuchen. Wir haben hier Level 22. Ich glaube, einmal Knochenleim, also braucht man 19 Stück. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das sind dann 18. Ich glaube, hier haben wir doch auch nochmal. Ne, hatten wir nicht mehr. Ja komm, dann nehmen wir einfach. So, das ist halt eben eins mehr, ist auch egal. So, Nee, nichts mehr herstellen. Hörst du auf? Ach, so weit geht's ja gar nicht. Ja, ist ja auch egal. So, wir können jetzt hier auf jeden Fall mit diesem Level 22 können wir Level 19 Normetücher herstellen, was wir dann jetzt auch tun werden. Machen wir mal 19 Stück. Dann müssen wir gleich nur noch ein paar Kanonenputzer nachladen. Das ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. So, ach, da seht ihr das, da geht schon los. Jetzt ist diese gelbe Linie nämlich überzogen. Jetzt ist die übergangen. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt fängt er nämlich an, die Keramikscherben herzustellen. 55 Lehm habe ich jetzt noch. 34 Keramikscherben. Also ihr kriegt aus 100 Lehm jetzt nicht 100 Keramikscherben. Es sind, glaube ich, immer so in dem Dreh so zwischen, ich glaube, ja, ich sag mal so 65 oder 75 in dem Dreh. Also nie wirklich aus 100 Lehm 100 Keramikscherben. Da könnt ihr halt jetzt eben mal sehen, wie das wirklich mit diesem Hochofen richtig funktioniert und was man da eben halt für machen muss. 41. Das ist auf jeden Fall mega nice. So, dann können wir die eigentlich schon mal wieder da rausholen. 42. 127. Wie viel brauchen wir für die... Wie viel brauchten wir dafür? 52, 104. 104, wir haben 127. Perfekt.
haben wir das also schon mal, was wir brauchen, können wir die Turbobeine schon fast herstellen. Holz muss ich noch besorgen, ist aber auch kein Ding. Ja, und dann würde ich sagen, dann ist es das für diese Folge auch schon gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch heute wieder ein bisschen was zeigen, was ihr noch nicht wusstet. Wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt oder irgendwas Spezielles sehen wollt, ist das auch kein Ding, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Falls ihr hier auf dem Server mitmachen wollt, ist das auch kein Problem. Der Link für den Discord ist unten in der Videobeschreibung, weil dieser Server ist privat und der ist passwortgeschützt. Und wir spielen hier auf diesem Server PvE. Das heißt, wir wollen hier keine PvP-Leute drauf haben, die hier anfangen, wild rumzuprügeln. Deswegen finden wir das eigentlich ganz gut, wenn die Leute eben halt erst bei uns auf den Discord kommen. Wir können uns einmal kurz mit denen unterhalten. Das mache ich, Roger oder Stefan. Wir unterhalten uns ein paar Minuten mit euch, damit wir euch so ein bisschen kennenlernen. Und wenn dann die Chemie halt eben passt, kriegt ihr das Passwort für den Server und werdet in unseren Last Oasis-Bereich unten im Discord reingelassen. Den sehen normale Leute eben halt nicht, wenn der Rang nicht da ist, weil da eben halt auch die ganzen wichtigen Daten drin stehen. Dann werdet ihr halt eben dazugelassen, könnt ihr in den Last Oasis-Bereich, da habt ihr verschiedene Voice- und Textkanäle, da könnt ihr dann gucken. Und da sind halt eben auch die ganzen anderen Leute drin. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mitmachen möchtet. Wie gesagt, wenn ihr wollt, einfach den Link in der Videobeschreibung, kommt auf den Discord, sprecht mit uns. Und ja, wenn ihr mich natürlich auch unterstützen möchtet, wäre das natürlich auch super. Dann könnt ihr den ersten Link in der Videobeschreibung drücken. Das ist von meinem Partner G-Portal. Da könnt ihr euch mit 5% Ermäßigung, also Rabatt, Game- und Teamspeak-Server mieten. Also dauerhaft mit dem Rabatt. Das unterstützt mich und unterstützt natürlich auch die Portal. Dadurch werden mir dann auch andere Server zur Verfügung gestellt und auch Spiele zum Antesten. Und ich kriege natürlich auch Rabatt, wenn ich irgendwelche anderen Server hosten will. Ja, und das ist es dann eigentlich auch schon für diese Folge gewesen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr startet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt gesund, seid lieb zueinander. Ich freue mich schon auf euch aufs nächste Mal. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.